Herzlich willkommen zum Wochengruß 2305, der, wie gerade Matthias merkte, sich an Millionen von Leuten richtet, die uns hier auf den internationalen Kanälen von YouTube, und es ist noch aus, da geht kein Ton rein, international im Internet auf der ganzen Welt hören, sehen und die Beziehungstypen auch fühlen. Mindestens, auf jeden Fall. Ich glaube, das. Ich fühle die Kamera. Euch. Matthias, das Wichtige ist, du fühlst die Leute, die hinter der Kamera in der Zukunft sind, weil jetzt sind die ja noch nicht da, sondern die werden erst in den nächsten Stunden und Tagen da sein. Ach so, aber für mich wäre die Gegenwart eigentlich nötig. Erstens brauchst du hier was zum Reinsprechen, sag nochmal. Und zweitens, wäre das nicht schön, wenn die vielleicht dir in den Kommentaren unten schreiben, wie toll sie dich finden? Ja, gerne. Also ich hätte nichts dagegen. Ich wäre dafür. Hast du das Superman-T-Shirt wieder an? Stimmt, genau. Wir können ja mal gucken. Oh. Das Superman-Ralf-Stumpf-T-Shirt. Also ich würde dir schreiben. Genau. Wer Lust hat, kann gerne einen Kommentar hinterlassen unten in den Shownotes. Matthias, du bist Superman. Wie man merkt, hatten wir ein Masterwochenende. Es ging um spirituelle Ressourcen. Deswegen sind wir so vergeistigt. Nicht wie von dieser Welt. S wie spirituell. Oh. S wie spirituell. Stimmt, richtig. Super spirituell. Ich dachte, das steht für stumpf. Ach so. Die Stumpflinge. Genau. Ich mache mal ganz kurz den Wochenrückblick, dann albern wir weiter. Was war eigentlich jetzt in dieser Woche? Gestern war ein Newsletter. Ich glaube, das ist der Newsletter vielleicht nicht mit den meisten Feedbacks, aber mit Sicherheit mit den längsten Feedbacks. Ich habe mehrere so lange E-Mails dazu bekommen. Weil ich habe die Reihe Mobile Stabile ja eigentlich abgeschlossen gehabt. Und dann kam am Ende noch eine Frage. Und die habe ich gedacht, die beantworte ich jetzt. Und dann habe ich die Frage und meine erste Antwort durch diese Bacon-Strategie geschickt, die wir für seine Lebenswoche näher gemacht haben. Roger Bacon, wie man Erkenntnis kriegt. Und kam auf dann eine, wie ich finde, bessere und tiefere Antwort. Und habe darüber ein Newsletter geschrieben. Und mir scheint, es kam an, das Feedback war so, als ob das eine andere Qualität hätte. Also mehrere haben gesagt, tolle neue Qualität. Eine Person hat gesagt, wenn das die neue Qualität ist, dann naja. Aber auch die hat einen Unterschied gemerkt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Mal die Newsletter durch die Strategie schicke, aber ich fand es so spannend zu merken, es ist anders. Und was die Welt noch nicht weiß, du, Matthias, warst ja der Testklient der Bacon-Strategie. Wir haben ja hier in der Jablonski-Straße den Probelauf gemacht vom Erlebniswochenende. Und die Übungen sind sozusagen, durch dich haben die ihren endgültiges Finish bekommen, ihren endgültigen Probelauf. Wofür ich dir nochmal danke. Sehr gut. Ja? Sagen muss aber Kutsche was dazu, weil der hat das Mikrofon. Oh, ja, was soll ich sagen? Wir haben natürlich in Vorbereitung auf das Erlebniswochenende die Übungen ausprobiert, in echt, mit mir. Ralf hat mich quasi in einem Turbo... Das war schon cool. Ich meine, die Übungen im Erlebniswochenende waren vier Übungen, die zusammen 2 Stunden gedauert haben. Wir haben das mit dir hier im Probelauf in insgesamt einer knappen Stunde durchgejagt. Richtig. Also das war auf jeden Fall erstaunlich und das war superhirnig und sehr erkenntnislastig. Das war super emotional, berührend und... Okay, das Ergebnis war dann Erkenntnis. Handlungsorientiert. Mindestens. Wer darüber mehr wissen will, der... Geschwindigkeit auf jeden Fall. Genau, 1,5-faches Tempo. Wer darüber mehr wissen will, der Podcast von dieser Woche, also jetzt der Podcast vom Dienstag, habe ich nochmal die Übungen vom Erlebniswochenende erzählt, angefangen vom Zwergenwäscher bis hin zu den 4 Erkenntnissammelübungen, weil wir halt... Ich werde das kein zweites Mal machen. Das Erlebniswochen ist immer ein Solitär. Das nächste gibt es im September mit einem neuen Thema. Du wieder mit dabei? Sehr wahrscheinlich. Du wieder mit dabei? Ich bin dabei. Oh, ich wieder mit dabei. Wir drei wieder mit dabei. Coole Sache. Und ich habe ja schon mal auf Vorrat noch eine zweite Karte gekauft. Ich weiß noch nicht, wer die kriegt, wer der oder die Glückliche sein wird. Aber so als Anregung, ne? Also... 2 Karten kaufen, weil... Also du meinst, man kann jetzt unten in die Kommentare und das Video schreiben, ich möchte neben Kocho sitzen? Vielleicht auch. Es kommt drauf an. Es könnte deine Karte sein. Warum hab ich habe ja selbst einen hier schon.
letzten Donnerstag war Daniels Webinar. Da steht die Aufzeichnung noch online. Er hat gemacht über Psychografie 2. Das Webinar war toll, hinterher war er krank. Und ich glaube, das liegt daran, dass er wirklich alles gegeben hat. Er hat alles gegeben. Er hat sich wirklich wie ein Pelikan gleich das Herz aus dem Leib gerissen und alles den Leuten gegeben. Es war ein tolles Webinar. Was grinst du da so an der Stelle? Hat er wirklich gemacht. Und Ich überlege gerade, wie es war, und dann ist mir eingefallen, ich habe erst die ersten 10 Minuten oder Viertelstunde gesehen, aber die waren sehr vielversprechend. Das ist super. Genau. Tolles. Um mal wirklich die guten Sachen. Er hat eine neue Kamera. Also er sieht jetzt auch so scharf aus, wie er ist. Er hat den Hintergrund aufgeräumt. Er hat wie immer echt tolle Folien. Ich finde, Daniel, muss ich mal einfach sagen, ist in dem Webinar-TV der mit den guten Visualisierungen. Das ist richtig großartig. Und er hat, wo ich als Erkenntnistyp befangen bin, er hat wirklich großartige Konzepte. Es ist so raffiniert, dieser fraktale Aufbau von Psychografie. Ich finde es echt cool. Steht noch bis Donnerstag online. Und dann kommt Donnerstag, diese Woche kommt Caroline mit, ich glaube, Ankern im Alltag, wenn ich richtig mich erinnere. Ich glaube, ja. Jupp. Und die Woche drauf bin dann ich mit Entscheidungsstrategien, weil wir jetzt ja gerade diese 8-Wochen-Serie haben, wo wir einzelne Sachen durchgehen. Gut. Ich sage noch eine Neuigkeit. Ich will ab dem nächsten Wochengruß so machen, dass ich pro Wochengruß noch eine Frage beantworte, die zum NLP oder zum Leben allgemein. Also was halt, das kommt auch daher, dass wir, auch dieses Wochenende wieder, wir reden so viel und klären so Alltagsfragen mit NLP, und das ist inzwischen eine Qualität, die ich so schätze, dass es nicht primär darum geht, wie ist der dritte Schritt im so und so Format und wie setze ich den Anker, damit der auch visuell wirklich gut leuchtet, sondern wirklich so Fragen, wie setze ich das Ganze in meinem Leben ein, und die will ich jetzt auch mehr in den Wochengruß reinkriegen. Und von daher lade ich dich ein, schreib unten drunter in die Kommentare eine Frage. Wenn da schon eine Frage steht, die du gut findest, schreib dazu, finde ich gut, oder schreib eine bessere Frage. Und dann werde ich mir nach Möglichkeit aus diesen Fragen eine aussuchen oder auch am nächsten Wochenende, wobei da ist dann Trainer nächstes Mal, und die im Wochengruß beantworten. Da freue ich mich auch drauf, was da an Fragen kommen. Was hatten wir dieses Wochenende an Fragen? Ich glaube, das Spannende an diesem Wochenende war, dieses sich klarzumachen, was sind Themen auf Ebene 6? Und also, wann braucht man die Ebene 7 Ressource, um auf Ebene 6 zu arbeiten? Und kleiner Tipp, weil Ebene 7 ist eine spirituelle Ressource, überleg dir mal, wo früher, vor 50 bis 100 Jahren, zu welchen Anlässen man überall einen Priester dazu gebeten hat, der einen Übergang begleitet. Also ganz simpel gesagt, ich bin auch so aufgewachsen, wir hatten zu Beginn und zum Ende jedes Schuljahres einen Gottesdienst, weil neues Schuljahr ist quasi neue Persönlichkeit. Inzwischen ist das komplett weg. Also es gibt kein Erwachsenenritual, kein vernünftiges mehr, weil ich glaube nicht, dass Jugendweihe oder Konfirmation wirklich als Ritual empfunden wird. Und wir hatten hier auch das Thema, wenn Leute aus dem Beruf ausscheiden, ja, danke, tschüss, schön, dass Sie hier waren, können gehen. Ich habe die Geschichte von mir erzählt, mein Staatsexamenszeugnis kam hinterher per Einschreiben, also auch völlig Stulle. Und diese ganzen Stellen, wo man eigentlich einen neuen Lebensabschnitt beginnt, da fehlt überall die Begleitung mit so einem Ritual im Schildüberbau. Und das sind Themen, die tauchen oft im Coaching dann auf. Dass Leute sagen, ich bin jetzt Führungskraft, ich fühle mich gar nicht als Führungskraft, ich bin Vater, ich fühle mich gar nicht als Vater. Und ganz oft hört man sogar sowas wie, ich bin 30, 40, 50 Jahre alt, ich fühle mich überhaupt nicht erwachsen. Und das ist, weil diese begleiteten Übergänge in eine neue Zugehörigkeit fehlen. Richtig. Das hast du schön gesagt. Genau, das ist wirklich schön gesagt. Hören wir auf? Jo. Gut. Machst du aus? Genau, ich kann gerne ausmachen. Genau, Moment, du musst noch mal sagen, dass du gerne ausmachst, weil du warst gerade nicht zu hören. Genau. Wir winken jetzt alle noch mal in die Kamera und dann werde ich aufstehen und die Kamera ausschalten. Also wir winken erst und dann stehst du auf. Richtig. Das heißt, Wenn du aufstehst, winken wir nicht mehr. Richtig. Also wir winken zu Ende und dann stehst du auf, während wir nicht winken, und machst die Kamera aus. Habe ich das richtig verstanden? Das wäre eine mögliche Reihenfolge. Oder wollen wir es doch anders machen? Oder sollen wir auch noch winken, während du ausmachst? Die Reihenfolgen sind ja nicht mehr so festgelegt. Ne? Also ach so. Stimmt, wir können auch machen, er macht erst aus und wir winken dann. Genau. Das wäre eine andere Reihenfolge. Das liegt und daran, es ist dann trotzdem auf der Kamera drauf. Weil wir nämlich im NLP oft auf die Reihenfolge der Schritte wechseln. Das heißt, wir können auch so machen, dass du erst hingehst, wir dann winken und du dann ausmachst. Es könnte auch jeder einzeln irgendwann winken. Beziehungstypisch. Okay, wir winken einfach und ich komme jetzt einfach. Genau, eigentlich ist die Kamera schon aus, wir sind schon am Ende, ne? Die Magie. Ah.